Ein 12-Jähriger hat den Ärmelkanal in der Rekordzeit von 14 Stunden 20 Minuten in einer Optimistenjolle überquert. Er brach damit den bisherigen Rekord einer 15-Jährigen. Der junge Mann heißt Tom Gouron und stammt aus Saint-Malo, der einstigen Piratenstadt in Nordfrankreich. Mit 2 war er zum ersten Mal an Bord eines solchen Bootes gewesen. Tom war am frühen Morgen auf der englischen Isle of Wight gestartet und kam nach 21 Uhr in Cherbourg in Frankreich an. Vater Nicolas fuhr zur Sicherheit in einem größeren Segelboot hinterher. Der kleine Tom träumt davon, als nächstes den Atlantik in einem Einhandsegler zu überqueren. Die wartende Presse war ihm dann ein bisschen zu viel. Müde sei er, sagte Tom.